Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko. Wir sind zurück in Human Fall Flat. Ein neues Level ist erschienen und da wollen wir uns natürlich direkt mal ranmachen und auch hier hoffentlich alle Achievements bekommen, die es gibt. Underwater ist es, das Level davor habe ich nach wie vor ausgelassen, was einfach daran liegt, dass es ein Problem gibt, weswegen wir dieses Level nicht abschließen können, ohne dass wir richtig groß rumtricksen. Wenn ihr das trotzdem wünscht zu sehen, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, ich lese die regelmäßig und dann werde ich mich da auch dran setzen. So, und da geht es schon gut los, wir sind direkt ins Wasser gefallen, aber das ist nicht schlimm. So tief wollte ich jetzt aber nicht fallen. Okay, diesmal hat es funktioniert. Dann gehen wir direkt mal runter. Und starten auch hier schön rein in die Mission. Die erste Kiste können wir direkt mal hier ignorieren. Und wir merken schon, wir springen hier ein bisschen höher. Das ist der Effekt, den wir hier in dem Level die ganze Zeit haben werden. Und deswegen können wir hier auch ein paar schöne Sachen erreichen. Auf jeden Fall. Sag mal, Kiste. Geht ja schon gut los. Ich will den Leuten hier was erklären. So, jetzt aber. Habt ihr übrigens mitbekommen, es gibt demnächst irgendwann mal eventuell Human Fall Flat 2, wird auf jeden Fall angekündigt. Und ich habe aber noch keinen genauen Termin, wann es soweit sein wird, aber ihr könnt euch darauf verlassen. Wenn das wieder in verschiedene Missionen unterteilt ist, wovon ich fest ausgehe, weil das macht ja auch nur so Sinn, dann werden wir das natürlich hier auch auf dem Kanal bringen. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, sagt mir Bescheid. Und vor allem denkt mal dran, abonnieren. Und beobachten. So, das haben wir erledigt. Die beiden reichen vollkommen aus, um hier durchzukommen. Wir springen ja wesentlich höher. Und oink. Dann. Guck mal. Ich merke schon wieder, dass ich Ewigkeiten nicht gespielt habe. Ich spiele ja eigentlich immer nur dann, wenn ein neues Level rauskommt. Habe aber auch schon ehrlich gesagt überlegt, ob ich mal so Community-Maps spielen soll. Wenn ihr da Vorschläge habt, welche echt cool sind, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Dann gucke ich da mal gezielt rein. Heute werden wir uns aber wieder um offizielle Maps kümmern. Und werden dann auch hoffentlich alle Achievements mitnehmen. Was heißt hoffentlich? Ich weiß, dass wir sie alle mitnehmen werden. Denn sonst wird das ja hier keinen Sinn machen, dass ich Achievement Runs machen. So, das erste hätten wir. Soweit sind wir. Achievement 1 kommt gleich auch schon. Die Mission ist hier relativ kurz insgesamt, muss ich sagen. Nicht so, dass wir wieder eine Stunde an dem Level hängen werden. Kann ich also mal kurz hier in der Mittagspause einlegen. So, die drehen wir alle so weit, wie wir können. Oh, hat er auch keinen Bock mehr. Dann lassen wir das so. Und den hier ebenfalls. Okay, das reicht. Und einmal hier nach oben. So. Warum ist das bei dem Spiel so schlimm, dass ich immer so sage? Was soll das? Ich krieg die Zeit nicht richtig überbrückt. Jetzt lauf doch mal richtig. Sei mein Ninja. Uli. Ja, eigentlich hätte ich den Balken nutzen sollen. Aber naja, habe ich nicht. Lass mal überlegen, war das schon hier? Kommt gleich. Kommt gleich. So, einmal hier rüber. Ja, einmal schön die Hände hoch. Nee, jetzt muss man kurz loslassen, sonst geht das nicht. Weiter geht's. Und weiter. Die Kiste brauchen wir. Sonst geht es hier nicht weiter. Also es kann ja schon sein, ich kenne den offiziellen Weg gar nicht. Ich habe mich halt sofort ein bisschen umgeguckt, wie mache ich die Achievements alles mit. Und genau das ist heute auch unser Plan. Wir gehen jetzt einmal hier rüber mit der großen Kiste. Fein machst du das. Okay, das haben wir. Jetzt geht's weiter. Ein bisschen hier mit Kanonenkugeln spielen. Mit, wie heißt das? Mit Kanonen auf Spatzen schießen oder so. Gibt noch keine. Wäre auch cool, so eine richtige Kanone hier reinzubekommen. So weit, so gut. Nee, das wollte ich doch so nicht. Oh Mann. Immer dieses Rumgemecker von mir, weil es nicht klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dabei bin ich immer selber schuld. Ich kenne das von mir. Okay, weiter geht's. Dann können wir jetzt. Bin ich gerade blöd? Wofür habe ich das gemacht? Wait a minute. Was habe ich hier wieder vorgehabt? Ich weiß, wo ich hin will, aber
Warum brauche ich das Ding? Brauche ich doch gar nicht. Ich muss doch was ganz anderes machen. Komm hoch. Und hopp. So. Nein. Ich habe den Sprung vergessen. Nochmal. Anlauf nächster. Das habe ich übrigens jedes Mal, wenn ich am Quatschen bin, ja, dann mache ich Fehler. Also irgendwie, auch wenn ich das jetzt schon eine Weile mache, schaffe ich es aber immer noch nicht so richtig zu reden und zu spielen gleichzeitig. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier an einem Safe Point. Wir wollen hier erstmal runter. Hinter den Kisten wollen wir weiter runter. Und dann haben wir Bling. Achievement 1 aufgeploppt. Gut, damit wir jetzt hier nicht so Ewigkeiten brauchen, springen wir einfach wieder runter. Und gehen auch sofort wieder. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Okay, alles klar. Wir sind doch hier. Entspannt euch. Alles gut. So, jetzt will ich da hinten hin. So, Anlauf. Jump, 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 jump. Ja, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Sag mal, jetzt reicht es aber. Schluss. Pfui. Aus. Okay. So. Wir machen das jetzt richtig. Nein, du hältst dich da bitte nicht fest. So, da willst du hin. Sag mal, ich bin doch eben bis oben hingekommen. Was habe ich anders gemacht? Komm. Steh auf. Sei ein braves Männchen. Ich glaube, was anders war, ich bin eben nicht gesprungen. Ich bin einfach nur gelaufen. Guck mal, selbst die Musik hat schon keinen Bock mehr auf dieses Theater. Okay, also, wir gehen hin. Du brauchst beide Beine zum Humpeln. Und auf die Plätze, fertig und los. Okay, das war ist der Trick. Nicht springen. So. Es wäre natürlich schön, wenn du da ein bisschen rumschwingst. Schwingen ist nicht springen. Ja, ich komme mit der rechten Hand wohl eher hoch. Gefühl. Komm, das schaffen wir. Das schaffst du. Der hatte sich gerade oben. Ihr habt das gesehen, ja? Er wollte sich nur nicht richtig halten. Und noch einmal und Hände hoch. Ja, ist noch ein Ticken zu tief. Jetzt aber einmal richtig mit Schwung. Ist das jetzt höher? Ja, ich würde sagen, die Hand ist höher. Es reicht, wenn wir da links auf diese Kante kommen. Der hält sich jedes Mal hier unten fest, ne? Er will einfach die Hand gerade nicht hoch. Ja, die sieht höher aus. So, einmal Hand wechseln und hoch mit dir. Ich sagte hoch mit dir, nicht runter. Ja, komm, jo, du schaffst, ja. Komm auf der Kante. Ja, ich war im früheren Leben, war ich ein Murloc. Die fühlen sich hier unten ja auch heimisch. So. Ich traue mich nicht loszulassen. Rechte Hand los. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, wirklich, ich komme mit der rechten Hand besser klar, um mich da festzuhalten. Ich werde das jetzt erledigen. So. Ganz einfach. Seht ihr? Das klappt beim ersten Mal. So, jetzt können wir hier mal rumhopsen. Und dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Da muss ich mir nämlich hier diesen Laufweg nicht antun. Also, der Trick ist wirklich beim Rüberspringen nicht zu springen, sondern einfach hier rüber zu laufen, dann funktioniert das. So, jetzt müssen wir einmal hier runter. So. Und dann nehmen wir die Muschel. Aua.
Dann sind wir hier. Okay, nachdem wir das geschafft haben, natürlich im ersten Anlauf, deswegen war auch gar kein Schnitt dazwischen, nutzen wir hier einfach den Fahrstuhl. So. Und dürfen da nicht durch. Sehr schön. So, I like this. So, die Schalter brauchen wir nicht. Wir wollen einfach nur hier rüber und uns hier unser Spielzeug abholen. Gib mir mal den Taschenrechner. Ey. Lässt du. So. Und dann nach Hause. So, mit dem Taschenrechner kommen wir hier durch. Haben jetzt hier eine Chipkarte. Die ist nämlich in dem Taschenrechner verbaut. So ein Ding ist das nämlich. So, sieht ein bisschen aus wie die SIM-Karte meines Handys. Wobei, ich habe inzwischen gar keine mehr drin. Das will ich jetzt gar nicht mehr haben. Ich brauche einen Taschenrechner. Mein Handy kann das auch. So, und jetzt kommen wir hier zu kleinen Spielzeugen. Und zwar, wir müssen immer schön in dem roten Kreis das Ding stoppen. Und pass mal auf, das kriege ich natürlich auf Anhieb hin. Sag ich doch, genau in der Mitte. Ja, jetzt gib mir mal hier die Brechstange. So. Und dann machen wir das wieder mit jeder normalen Türe, wo man nicht rein soll. Man schiebt da die Stange zwischen. Und dann hebelt man die Türen auf. Das reicht, ne? Ja, das reicht. Da passe ich durch. Ich bin ja schon schlank. So, den Sprung, den mag ich nicht so. Ja, hat doch auf Anhieb funktioniert. Boah, also manchmal fliegt er echt komisch, muss ich sagen. So, aber. Und noch einmal bling, grün, easy. Und hier auch nochmal, pass mal auf. Zack, auch das haben wir hingekriegt. So, das waren alle. Jetzt gehen wir ganz schnell wieder zurück. So, und ja, ich will da hinten nur drauf. Jetzt mach hier nicht Faxen, ey, komm, Kollege, sei nett, ja? So, einmal durch die Tür. Jetzt können wir nämlich hier hinten einmal den Schalter umlegen. So, und hier eben mit dem Anti-Staubsauger die Steine beiseite schieben. Ich weiß gar nicht, hätten wir die mit der Hand rausräumen können? Bin mir nicht sicher. Hätte ich mal probieren sollen. So, hier oben war jetzt nichts mehr. Dann geht es erstmal weiter. Wir müssen nur das Loch treffen. Hammer. Und dann geht es auch sofort weiter. Erstmal kurz umgucken. Wo bin ich hier? Ach, hier bin ich. Irgendwie habe ich was vergessen. Nee, habe ich nicht. Nächstes Achievement. So ein Ding ist das nämlich. Und zwar, schieß mich hier rüber. So, das machen wir hier nochmal. Diesmal werden wir uns aber an der einen Kugel da vermutlich einmal kurz festhalten müssen. Ja. Warum schaffst du das nicht? Okay, Achievement Try 2. So, aufstehen. Genug geschlafen. So, muss langsam zum Ende kommen. Wir haben die 10 Minuten voll. Ich glaube, inzwischen sind es sogar nur noch 9, die man bei YouTube für Werbung braucht. Oh ja, genau, mit dem Kopf gegen die Wand. So stelle ich mir das auch vor. Hab sonst nichts zu tun, ne? Also auf die Plätze, fertig und Hände ein bisschen nach oben. Der Blick Richtung Kugel gewandt. Wir halten uns fest und daneben. So ein Ding ist das nämlich, ne? Oh, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Muss ich am besten 2 Folgen draus machen. Und ich habe schon gesagt, das wird heute ein kürzeres Video. Ey, die Leute haben keine Zeit, die wollen einfach nur sehen, wie das funktioniert. Also. Muschel kaputt? Nee, Muschel nicht kaputt. Nicht dagegen. Hier geblieben. Ja. Ja. Hände ausrichten auf die Kugel. So. Und dann nichts mehr drücken. Bring mich zu der Kugel. Ich sag mal. Ich hab's nicht mehr drauf mit den Sprüngen. Ich werde alt. Ich kann das nicht mehr so wie früher. Ja. Früher, als ich noch jung war. Deswegen spiele ich immer nur so Spiele, die so langsam sind. Damit ich mehr Zeit habe. Und? Das sieht doch auch nicht gut aus. Ich bin irgendwie gerade zu blöd dafür. So. Das geht. Und das ist wichtig für das nächste Achievement, nämlich
Dafür müssen wir mit beiden Muscheln springen. Ja, das war klar. Da muss ich mich gerade jucken. Also das ist unfair. Das Spiel manipuliert mich, mein Körper auch. Ja, aber jetzt. Auf die Muschel. Fertig. Los. Achievement, komm. Ja. Erster Sprung geklappt. Der zweite muss ein bisschen besser werden, hoffe ich. So, einmal schön hier, da wo das so bräunlich ist. Und das sieht doch ganz okay aus. Wir nehmen nochmal. Ich wollte doch nochmal Anlauf nehmen. Warum hat der losgelassen? So, jetzt aber. Der Trick ist nämlich, wir nehmen die Hände nach vorne, wir laufen auf das Braune, warten dort und fliegen zu the Moon. Okay, so, einmal geklappt. Das machen wir jetzt hier auch nochmal, damit wir an die Kugel rankommen. Hände nach vorne, so ein bisschen nach oben. Wir gehen auf das Braune, fliegen zu der Kugel. Und dann nehmen wir einmal, okay, ja, wir nehmen einmal Anlauf. So, und bring me to the moon. Jetzt, lass los und flieg und bling, 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 bling. Achievement ist da. Wir haben es geschafft. So, beide Achievements sind da. Jetzt geht es nur noch um eine Sache und zwar nicht hier runter zu fallen. Nee, andere Sache noch. Jetzt geht es darum, das Level zu beenden. Das wäre Achievement Nummer 3. Aber auch das kriegen wir hin. Irgendwie mit 10.000 Cuts. Wobei ich glaube nicht, dass ich hier noch was cutten muss. So, einmal hier hoch. Und weiter geht's. Okay, Spiel speichert, das ist immer gut. Dann kann ich nämlich mehr Cuts machen, weil ich wieder sterbe und was falsch mache. Ich kenne mich doch. So. Der schiefe Turm von Pizza. Wer kennt ihn nicht? Wollte ich auch schon immer mal hin. Und hopp. Ja, komm, das schaffst du. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu tief. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Und nur nicht runterfallen. Ich sag mal, ich hasse es. Ich hasse es. Okay, wir schaukeln. Halt dich doch da oben fest, Mann. Ich will nicht. Ihr habt es gesehen, die Taste war sogar gedrückt, aber wir sind ein Stückchen höher. Vielleicht kriegen wir es in die andere Richtung besser hin. Ja, ja, das, genau so hält man sich fest. Guck mal, Mensch, du weißt doch, was ich will. Tu es doch einfach. Seht ihr? Safe ist drin. Man muss wieder meckern. So, jetzt geht es erstmal schnell hier runter. Warum wir das machen? Ich weiß es auch nicht. So, mit dem Kopf gegen die Wand. Und einmal an den Glocken spielen. Ja, da müssen wir einfach nur ein bisschen in die Richtung gucken. Dann dreht sich das Ding schon von alleine. Und dann wären wir schon wieder fast runtergefallen. Guck mal, man ist schon unter Wasser und fällt trotzdem dauernd runter. Also ich, ne? Ihr nicht. Ihr macht das beim ersten Mal, ich weiß das. So, wie machen wir hier weiter? Genau, wie man es auch im echten Leben machen würde, wenn man so lange unter Wasser ist. Wir halten die Luft an. So. Ja, du bist so clever. Könntest ein Arbeitskollege von mir sein. Stehst auf der Holzplanke, die du hochheben willst. Denk doch mal mit. Ein Stückchen. Komm, rein da. Okay, das könnte fast schon zu weit sein, nicht, dass das Brett durchrutscht. Ach, dann fällt das halt durch. Kann ich das Video halt noch länger machen. So, egal. Wir schnappen uns einfach mal das Seilchen. So. Dann schnappen wir uns den Anker. Kamera, hör auf. Don't do stupid things. Ah, das wird schon. Chef, das ist so schwer. Ja, dann geh da runter und heb so hoch. Aha. Okay. Und. Los. Merkt ihr das?
Es war doch richtig drüber. Nee, anscheinend ja nicht, sonst hätte es ja funktioniert. Ja. Ich war mir immer noch sicher. Okay, warte mal, Moment. Du darfst nicht runterfallen, Anka. Ich brauche dich da oben. Komm mal her. So, einmal zurück mit dir. Es gab seit 5 Minuten keinen Arbeitsunfall mehr. Ich weiß nicht, warum er da sein Bein einstecken wollte. Oh, da fehlen ja noch 2 Meter. Jetzt komm rüber. Gehst du da mal rein? Ich sehe halt nichts. Wenn ich loslasse. Ah, passt das. Okay, dann einmal den Anker. Den schmeißen wir jetzt hier auf der anderen Seite runter. Runter mit dir. Ja, okay, jetzt bin ich auch runter. Sag mir jetzt, wieso? Why? Please. Es hätte so schön sein können. Ich weiß, warum der runtergesprungen ist. Der hatte auch keinen Bock mehr. So, dahin. So, da ist er. Und komm rein da. So. Es geht total einfach. Man muss das einfach nur mit Ruhe machen. Ja, okay. Egal. Ich bin runter. Der Anker sitzt. Also alles ist in Ordnung. So. Beide Haken sind dran. Okay, dann gehen wir weiter. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Tor. Wir kennen ihn. Tor war immer unter Wasser. Das war auch gar nicht irgendwie Poseidon oder so. Es ist Thors Hammer, den wir dafür brauchen. Und mit Thors Hammer können wir dann ein bisschen wütend werden. Weil was macht man mit einem Gebäude, wenn einem alles auf den Kopf fallen soll? Genau, wir schlagen das kurz und klein. Ich sagte, wir hauen das kurz und klein. Ja, seht ihr? Geht doch. Okay, haben wir kaputt gemacht? Das können wir gut. Weiter geht's. Hat das schon ausgereicht? Ja, ne? Nee, hat es irgendwie nicht. Irgendwas habe ich vergessen. Was habe ich vergessen? Warum habe ich das vergessen? Wie konnte das passieren? Achso, relativ einfach. Wir müssen nur einfach noch hier oben hin. Und dann hängt das hier hinten irgendwie dran fest. Das müssen wir aber jetzt hier... Das darf ja nicht sein, ne? So, jetzt sollte eigentlich... Ah, ja, jetzt geht's runter. Und damit geht das Tor auf. Die Kugeln rollen. Und pass auf, jetzt machen die nicht alles kaputt. Ah, doch. Da hat's doch funktioniert. So, und ratet mal, wer auf den letzten Metern auf der Zielgerade zum letzten Achievement wieder runterfallen wird. Ich habe jetzt schon Schiss, ne? Vor allem mache ich das jetzt gleich wirklich. Pass auf. Obwohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das Loch ist offen. Der Pfeil zeigt aufs Loch. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben es mal wieder geschafft. Alle Achievements sind drin. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag. Denkt ans Abonnieren. Den Like-Button nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Yuseko.